Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guild Wars 2. So, wir betreten nochmal hier die Instanz Schwarze Nacht, Weißer Hirsch. Mal schauen, wie es jetzt hier so weitergeht. Und wir sollten ja nochmal mit Cave sprechen. Ah, da drüben ist sie. Schnell, zu mir. Ja, ich bin schon da. Gut gemacht, Junkerin. Die Hüter sind sehr nervös, denn der Hof ist sich direkt bei meinen. Wir haben keine Zeit. Könnte der Hof irgendwie Truppen so weit in die Stadt schaffen? Und ist jetzt niemals in der Altraum. Was sollten wir erwarten? Fühlt ihr dieses Beben? Ich fürchte, der Albtraumhof wird kreativ. Seid wachsam. Ich bin bereit, den Weißen Hirsch zu schützen für den Traum. Bereit machen für einen Angriff. Da kommen sie. Okay, alles klar. Möge das Gemetzel beginnen. Wow. Das ist erfrischend. Das ist ja sehr viel, was wir denn hier drauf haben. Oh nein, wie soll ich diesen krassen Kampf gewinnen? Ich bin schnell wie der Wind. Ja jo, das ist jetzt echt keine große Herausforderung, bin ich ehrlich. So, ein paar Spinnen und ein paar Hühnchen. So. Ah, da kommt schon die nächste. Der alte Wolf ordert es, Mama. Komm, Mama. Kann ich Tupfel noch? Ich bin schnell wie der Wind. Hä? Ist da noch einer? Achso, da kommen schon wieder neue rein. Der Albtraum wird euch verschlingen. Ja, ganz kurze Worte für jemanden, der hier gerade in großen Mengen auf die Fresse kriegt. Oh. Ja, ihr habt ja schon gerade raus. Wie war eigentlich bei euch so das Weihnachtsfest? Das würde mich mal interessieren. Also ich hatte ein relativ schönes Weihnachtsfest, muss ich sagen. Hatte bei uns gab es am Weihnachtsabend ein paar Schnitzel zum Essen mit Fritten und Kroketten. Lieblingsessen von meiner Mutter, haben wir gesagt, komm, dieses Jahr, wir machen das eigentlich immer so, dass das Weihnachten immer das Essen von einem von uns gibt. Letztes Jahr war ich dran und letztes Jahr gab es wundervolles Cordon Bleu und Kartoffelgratin. Oh Mann, ich hab schon wieder Hunger. Ja, davor das Jahr gab es zu Weihnachten ein wundervolles Fondue. Macht mein Vater ziemlich gerne. Und dieses Jahr halt gab es bei uns Schnitzel mit Fritten und Kroketten. Oh. Wird ihr Mut schwinden und die Höflinge fliehen. Wir müssen den Anführer finden. Geht er da. Ich bin schnell. Okay, auf jeden Fall gab es dann Schüsse und Fritten und Kroketten. Arme Sariel. Moment. Dachtet ihr wirklich, ihr kommt einfach in den Hain und nehmt euch den Hirsch? Nein, Kate. Ihr solltet außerdem in einer Lache eures Blutes liegen. Und hier seid ihr. Nicht einmal Faulein konnte eure Wut zügeln. Schauen wir, ob meine Klingen das schaffen. Jetzt, sie wenden uns den Rücken zu. Wo bleibt eure Ehre? Wir sind weder Banditen noch Tiere. Ich bin schnell wie der Wind. Wir töten, wenn es nötig ist. Zum Aufbau eines Gartens. Geht jetzt. Meditiert darüber und wenn ihr nichts lernt, töte ich euch selbst. Es ist noch nicht vorbei, Kate. Eines Tages töte ich euch. Ganz gleich, was die Großherzogin sagt. Was war das jetzt? Ich entschuldige mich für Sariels Verhalten. Sie ist jung. Sie hat noch nicht gelernt, Macht mit Weisheit zu zügeln. Okay. Was gibt es da zu verstehen? Der Albtraumhof ist böse, zerstörerisch. Ihr und Sariel seid verwandte Seelen. Ihr verletzt mich. Sariel und ich haben nichts gemeinsam. Sie ist ein ehrloser Feigling. Ich war euer Freund. Der Hof möchte weder die Silvari noch den blassen Baum vernichten. Wir versuchen, sie aus dem Einfluss von Bentaris Tafel zu befreien. Ihr wollt den Traum mit dem weißen Hirsch verderben. Ihr würdet dieses edle Wesen zu einer Waffe machen. Ja, für das größere Gute. Lasst mich beweisen, dass der Albtraumhof Ehre besitzt. In einem Duell. Der Sieger erhält den weißen Hirsch. Der Verlierer den Tod. Nun gut, Gavin. Ich nehme die Herausforderung und eure Bedingungen an.
Legen wir los. Alles klar, dann hauen wir den doch mal schön auf die Fresse. Ich bin mächtig. Ja, komm, gibt's jetzt mal was, oder? Kumpel. Hallo. Ich bin schnell wie der Wind. Ja, gut, ne? Mama, was ist bei euch so? Ich glaube, hier Kumpel Gavin ist noch nicht so ganz bereit. Ich werde ehrenvoll gegen euch kämpfen. Alle Versammelten sollen Zeugen sein. Ja. Ja, die Kamera ist gerade Premium. Und flupp. Ein guter Treffer. Jetzt bin ich an der Reihe. Kommen wir mal hier auf diese Tour weiter. Ah, da wird sich ein. Ja. Wo bin ich? Da bin ich. Ich bin schnell wie der Wind. Euer Können ist ebenso ausgeprägt wie eure Ehre. Lasst uns. Ja, Kumpel, hallo. Musst du wegrennen oder was? Und flop, flop, flop. Ja, komm, du hast jetzt keine Chance mehr. Du hast verloren, Kumpel. Ja, ich schreibe mich sogar nochmal. Ich bin geschlagen. Man wird sich meiner erinnern. Traum sei Dank, dass das vorbei ist. Traum. Sehr schön, der ist abgenippelt. Hirsch, jetzt schon keinen Bock mehr, der haut ab. Denken Sie auch nur, was sind das für Idioten? Sieg! Mit dieser Taktik wird der Albtraumhof es nicht mehr versuchen. Jetzt ist der weiße Hirsch sicher. Vorerst. Aber der Hof wird bald einen anderen Weg finden, den Traum ins Dunkel zu ziehen. Faulein seht gerne Kummer. Anscheinend kennt ihr den Hof und diese Großherzogin Faulein gut. Was ist zwischen euch vorgefallen? Ich kannte sie mal. Aber ich kenne sie nicht mehr. Wichtiger ist, dass ihr Erfolg hattet. Genießt diesen Augenblick. Kommt. Ein Bild in eurem Traum ist klar geworden. Doch das andere, der Drache, muss noch entschlüsselt werden. Unsere Mutter möchte den weißen Hirsch sehen. Und ich will, dass auch ihr dabei seid. Es wird Zeit, dass ihr den blassen Baum kennenlernt. Oh. Ich fühle mich geehrt, Kaith. Wir treffen uns dort. Geht zur Ompalos-Kammer? Das ist erfrischend. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Können wir hier einfach rauflatschen? Oh ja. Also wirklich, ich finde den Hain richtig cool, aber teilweise von den Wegen kann man sich mal leicht ein bisschen verlaufen, finde ich. Ja, okay. Wird es wieder Leute geben? Die schwarze Zitadelle ist auf viel schwerer durchpacke. Ich bin ehrlich, die schwarze Zitadelle fand ich kein Stück schwierig. Okay. Ich kenne euch. Wo wart ihr? Ah, da. Dann müssen wir also hin. Ja. Dann machen wir mal weiter in der Omphalos-Kammer. Sprech mit dem blassen Baum. Das ist ja wohl. Ah, der Avatar des Baumes. Seid gegrüßt, mein tapferes Kind. Der weiße Hirsch hat mir von euren Taten erzählt. Ich bin sehr stolz auf euch. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich wusste, dass ich den Hirsch beschützen musste. Ich sah es in meinem Traum. Lag das an euch? Nein, Liebherz. Ich kontrolliere den Traum nicht. Ich sorge nur für ihn. Wenn ihr wünscht, Mutter, kann der weiße Hirsch in unserem Garten bleiben. Dort könnte er frei umherlaufen. Ein wunderbarer Vorschlag. Er wird dort sehr glücklich und oft mit seinen Beschützern vereint sein. Wenn ich das fragen darf, Mutter. In meinem Traum sah ich auch einen fürchterlichen Drachen. Ich habe gehört, es sei meine wilde Jagd, dem Monster zu begegnen. Ist das wahr? Ich fürchte ja. Die wilde Jagd ist eine heilige Bürde,
die der Traum nur den stärksten und mutigsten meiner Kinder auferlegt. In eurem Traum habt ihr gegen einen Altdrachen gekämpft. Nur zwei meiner Kinder hatten einen solchen Traum. Ihr und Cave. Alle Silvari kämpfen gegen die Diener des Drachen, die Untoten. Aber ich glaube, ihr werdet Saitan selbst begegnen. Und ich glaube, ihr werdet ihn bezwingen. Ich verstehe, Mutter. Vielen Dank. Seid stolz auf euren Sieg. Aber nun ruht erst einmal. Der neue Morgen wird neue Abenteuer bringen. Die Junkerin soll mein Saitan. Diesen Namen sollten wir uns merken. Oh, und was haben wir jetzt hier Feines bekommen? Ein Schwarzlöwenkronschlüssel. Jeder spielt seine Rolle. Von Cave, stattlicher Saatgutbeutel und. Oh, Schüchen. Und direkt schon ein neues Level. 5 Heldpunkte, Zustände haben wir. Technische Erfolge haben wir hiermit freigeschaltet und die Lorbeeren. Sehr schön. Die hier beim Heldenpunkte verteilen wir nochmal ein paar. Ja, zack, passt. Ich bin schnell wie der Wind. Dann schauen wir uns jetzt nochmal an, was wir hier bekommen haben. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht. Und hier noch ein. Ach, wir können uns auswählen. Warte mal, mach mal. Präzision und Zustandsschaden. Kraftteil, Kraftteil, Präzision. Komm, nehmen wir mal Kraft und Vitalität. Sehr schön. Die alten können wir bestimmt wiederverwerten, genau wie das hier. Lagern und. Ach, das kann schon gar nicht mehr lagern. Dann verlassen wir jetzt das erstmal. Und dieser Storypart ist dann schon abgeschlossen. Und ich müsste jetzt eigentlich wieder leveln. So, aber wie versprochen, ich bewege mich jetzt hier mal erstmal zur Bank. Wo war die jetzt nochmal? Wie gesagt, ich habe ein bisschen länger nicht mal gespielt. Kammerkauffrau, Juwelierstation, Handelsposten, Waffenschmied. Hier ist die Bank. Auf der zweiten Ebene, alles klar. Das müsste, da drüben müsste das Portal sein, oder? Das ist das, ja, das Azura-Portal nach Löwenstein, da müssen wir eigentlich noch nicht hin. So, dann wird jetzt gleich erstmal Speed-Leveln gemacht. Wir nehmen es jetzt mal ab. Okay, Abkürzung. Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir uns hier auf. Hier ist die Bank, sehr schön, wie wir leveln können. Zuerst einmal hole ich hier so die Schwarzlöwenthron raus. Und die nehme ich gleich auch nochmal mit. Der Erfahrungsverstärker kann ich eigentlich hier lassen. Und die Folianten des Wissens nehme ich dann. Hier sieht man jetzt auch schon mal, hat sich noch was verändert. Ich habe jetzt eine Blutschwindscherbe hergestellt. Die kam der Erkundung halt für die Waffe. Legendäre Waffe habe ich und ich hatte nochmal was Langeweile und die Gabe des Metalls hergestellt, weil ich das legendäre Großschwert Sonnenaufgang gerne hätte. Ist meine Ehre. Aber ja, so viel dazu. So, Schwarzlöwenthronschlüssel und öffnen! Ah, Winterlassgeschenk, Verjüngungsverstärker, okay. Schnipsel des Schwarzlöwentickets, das kann ich schlecht und sofort Reparaturkanister. Was haben wir hier drin? Seht mal, wie hübsch. Jetzt haben die Schneeflocken. Okay. Dragonit erst zerstören. Haufen Blutsteinstaub zerstören. So, dann gönnen wir uns noch ein bisschen Erfahrung. Und jetzt kommt das, was ich so genial finde. Vor jetzt das Wissen. Stufe 14. Und wir haben Meisterwerks. Ausrüstung freigeschaltet. Das legen wir auch gleich an. Und Stufe 15. Oh, wir kriegen hier durch 50 Stück. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Ist Fertigkeit 2 freigeschaltet. Sehr schön. Mein Wort ist meine Ehre. Ja, okay. Hier ist eigentlich egal, was wir nehmen. Und wir haben auch jeweils das freigeschaltet. Ablenkung. Zerstört alle eure Klone und Trugbilder. Macht deren Ziele übernommen. Oh, geil. Und was nehmen wir jetzt hier rein?
Betreibt eure Gegner. Nein. Edgar, Schreider. Okay. Ach so, die sind das. Spontan würde ich jetzt aber eher sagen, das hier. So, und dann machen wir mal weiter. Stufe 16. Komm, Schuss. Kann man eigentlich auch alle? Nö. Annehmen. Ja, das geht noch ein bisschen so weiter. 25. 26. Und bei euch sonst so, also bei mir ist alles in Ordnung. Ich klicke so ein bisschen. Ja, das ist sehr spannend, was wir hier heute machen. Mein Wort ist meine Ehre. Oh, und wir sind auf Stufe 35. Das ist Belohnung Stufe Gildenübersicht. Wir haben den Handelsposten freigeschalten. Überwurf des Lichts. Eisrose, Lichtoliv. Komm, wir nehmen Eisrose, die habe ich noch nicht. Ja, das. Oh, wir haben die ultimative Fähigkeit freigeschalten. Eisenrings mit. Oh nein, wir haben Sprungreize freigeschalten. Komm, nehmen wir den. Zu euren Diensten. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen durchschnittlicher. Also, ich werde jetzt heute nicht mehr einen neuen Part anfangen. Also, neuen Story-Part. Contra, also die Bank ist das. Was darf ich euch anbieten? Spontan würde ich jetzt den hier nehmen. Mein Wort ist meine. Möchte ich jetzt aber lädt. Nehmen wir das. Hochzeit schon. Okay. Ich bin schnell wie der Wind. Mir Feilchen, weniger leicht. Den öffne ich mal. Ach, da sind die Tier 2 Materialien, glaube ich. Diese Rose hat Dornen. Ja, das komm. Sind sie. Dich nehmen wir. Eisenschwerter. Da. Futter. Nom nom nom. 30 Gegner besiegt. Erdbeergeist. Geschützt. Komm, das nehme ich. Wir sind schon bei Stufe 30. Oh, wir haben einen. Mein Wort ist. Sehr schön, wir haben Fleece freigeschalten. Ohne nicht identifizierte Farbe und einfacher Wetzstein. Komm, den nehmen wir. Das ist schon eine kleine Anwerkstasche, das ist auch sehr schön. Ich bin schnell wie der Wind. Die nehmen wir. Rüstungsverstärker, Stärkeverstärker, Geschwindigkeitsverstärker. Nehmen wir Stärkeverstärker. Und wir haben jetzt damit alles freigeschaltet, was wir wollen. Verteilen wir nochmal ein paar. 77 Heldenpunkte. Kannst du mal was raushauen? Möge Baumlied mit euch sein. Lob. Na 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 na. Power Level, das ist schön. Na ja ja. So, haben wir gelevelt. 2 Briefe. Also hier die. Ja okay. Die können weg. Und kannst du jetzt Glücks. Die kann ich dann hier wieder reintun. Hier habe ich auch noch das das aufgestiegene Großschwert. Das werde ich dann später bei Stufe 80 auch der wundervollen Ilia geben. Habe ich noch irgendwas Wichtiges, was ich mitnehmen könnte? Was darf ich euch anbieten? Verjüngungsverstärker. Nee. Komm, kann der mal dazu. Äh,
Ich werde dann jetzt auch nochmal so. Wir haben hier gleich noch einen Handelsposten, oder? Ne, hier ist auch noch Bank. Möge Baumlied mit euch sein. Ja, okay, dann werde ich jetzt mal Gildenbank. Also okay. Ich werde dann mal zum Handelsposten gehen. Also da drüben, oder? Ja, da drüben ist der Handelsposten. Werde doch ein klein wenig schuppen gehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Ich werde auch so ein bisschen was generell wie ja den Charakter jetzt was aufmotzen, weil das geht so leicht mehr an. Wir sind jetzt echt schwach geworden. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.